Wer heute die öffentliche Meinung beeinflussen will, der braucht kein Megafon mehr, keine Plakate, ja nicht einmal mehr Zeitung und Fernsehen. Es reichen ein paar Computer, Internetanschluss, ein bisschen Know-how und eine gewisse Skrupellosigkeit oder Abgestumpftheit. Das Problem der Fake News ist schon lange allgegenwärtig. Im Zuge des Ukraine-Kriegs kommt aber auch das Wesen von staatlicher Propaganda wieder ins öffentliche Bewusstsein. Wie Propaganda und digitale Medien im 21. Jahrhundert funktionieren, ist eine Frage von gesellschaftlicher Relevanz. Kaum einer kann diese Fragen so gut beantworten wie mein heutiger Gast. Als Journalist war er jahrelang ein prägendes Gesicht des Bayerischen Rundfunks. Bis vor wenigen Tagen war er für verschiedene Medien Korrespondent aus dem Weißen Haus in Washington. Aber Richard Gutjahr ist unter anderem auch deshalb einer der bekanntesten Journalisten in Deutschland, weil er die dunkle Seite der neuen Medien auch aus eigener Erfahrung kennengelernt hat. Aber Herr Gutjahr, fangen wir doch mal von vorne an. Normalerweise sind hier in der Sendung viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und hier unterhalten wir uns über Wissenschaft und was denn wissenschaftliche Wahrheit bedeutet. Was heißt denn wahr und Wahrheit im journalistischen Sinn? Das ist wahrscheinlich so alt, diese Frage, wie der Journalismus an sich. Lassen Sie mich versuchen, die Frage so umschiffen. Und zwar gab es mal eine Fernsehserie, da war ich großer Fan von, die hieß Akte X. Das war so in den unschuldigen 90er Jahren, wo Verschwörungstheorien noch, wie soll man sagen, wirklich unschuldig waren. Da ging es so um Aliens und um andere Dinge. Und das Motto dieser Serie lautete, das habe ich mir bis heute gemerkt, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Das Problem ist nur, die lügen auch. Und ich glaube, das ist wiederum, um den Bogen wieder zurück aus den 90ern in die 20er Jahre des neuen Jahrtausends zu machen, damit genau haben wir es jetzt gerade zu tun. Und zwar in einer solchen Dimension, die man sich vor 20, 30 Jahren nie hätte ausmalen können. Dann bleiben wir doch mal gleich dabei. Was heißt denn eigentlich, also vom Begriff her, Fake News, Wahrheitsverzerrung, Fehlinformationen? Kann man das alles in einen Topf schmeißen oder soll man das begrifflich klar unterscheiden? Der Witz ist ja, dass diese Begriffe sozusagen ja gerade gerade erst entstehen, geprägt, auch umgedeutet werden. Der Witz ist ja, dass zum Beispiel der Begriff Fake News selber sogar eine Erfindung von Donald Trump war. In den 2016 hat er Fake News überhaupt erst zu uns sozusagen in den Duden gebracht, indem er es so oft wiederholt hat. Ne? Das ist ein alter Medienfuchs, der weiß natürlich, wie man durch Repetition, durch Wiederholen natürlich etwas ins Gedächtnis der Medienlandschaft hämmert. Und der hat den Begriff Fake News geprägt im Sinne von, ne, alles, was die klassischen Medien publizieren, ist Fake News. Und wir wiederum, also die klassischen Medien, haben dann den Begriff Fake News aber umgedeutet und haben gesagt, alles, was Herr Trump von sich gibt, ist Fake News oder vieles davon zumindest. Sodass wir also gerade mitten in so einer Art, ja auch... Kulturkampf? Ja, Kulturkampf, in einem Definitionskampf gerade sind. Und der Witz ist ja, wir sind uns ja noch nicht mal mehr in den Definitionen einig. Das heißt, wir haben noch nicht mal mehr eine Sprache, auf die wir uns einigen können. Und das sagt eigentlich schon sehr viel über den historischen Augenblick, in dem wir uns gerade befinden, aus. Nämlich, dass die eigentlichen Kämpfe alle erst noch bevorstehen. Wir halten uns sozusagen, wir befinden uns gerade in der Präambel, im Vorspiel, im Epilog sozusagen der eigentlichen Schlacht, historisch gesehen. Das Internet ist ja noch recht, recht jung. Ein Grund, warum wir vielleicht auch keine Sprache für das ganze Phänomen haben, ist auch, weil in dem, was wir beide jetzt unter Fake News verstehen, vieles über Emotionen läuft. So. Aber die Frage ist, wie antworte ich denn als Journalist oder als jemand, der die Wahrheit rüberbringen möchte, möglichst fact-gecheckt, auf solche emotionalen Posts, auf solche Nachrichten, die Bevölkerung großen Teilen verunsichern. Ich kann auch nicht mit gleichen Waffen zurückschlagen, wenn ich journalistisch korrekt arbeite. Nein, und tatsächlich, da sind wir noch mitten in der Findungsphase. Ich fand das immer sehr niedlich.
als wir angefangen haben, so in den ersten Jahren von Trump und den verschiedenen Verschwörungsgurus und Päpsten, die es ja auch in Deutschland dann zahlreich die große Karriere auf YouTube gehabt haben, als wir denen mehr oder weniger machtlos begegnet sind und wir gedacht haben, ach, da machen wir einen Faktencheck oder wir schreiben einfach sozusagen drüber, nicht wahr. Mhm. Na, also das stimmt nicht. Und wir haben gedacht, damit könnten wir das sozusagen eindämmen oder sogar in den Griff kriegen. Der Witz ist nur, und das sagen Ihnen sehr viele Hirnforscher und Gelehrte und Psychologen auch, das Problem ist, wenn Sie einfach nur so ein Etikett nehmen und sagen, stimmt nicht, dann müssen Sie die Lüge ja vorher erst noch einmal wiederholen. Aha. Das heißt also, wenn ich jetzt sagen würde, Herr Lang würde niemals, niemals seine Frau schlagen. Aha. Dann erreiche ich ja genau das, was ich sagen will, nämlich, dass sie wahrscheinlich irgendwie da Dreck am Stecken haben. Und das kleine Wörtchen nicht, also die Negation, ist das schwächste Glied in der Kette. Das heißt, das ist das erste Wort, was sie wieder vergessen werden. Wenn ich morgen jemanden hier in der Kantine fragen würde, irgendwie, sag mal, der Herr Gutjahr hat da irgendetwas über die Frau von Herrn Lang gesagt, dann würden alle sich nur noch an die aktive Aussage des Satzes erinnern und sagen, der schlägt irgendwie seine Frau. Ne, das Wörtchen nicht vergisst man als allererstes als Mensch. Und so gesehen sind alle, wie soll man sagen, Versuche, Fake News und auch Verschwörungstheorien in den Griff zu bekommen, mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt, weil sie einfach zu schwach sind. Ich glaube, es wird Mark Twain zugeschrieben, aber er hat das so nie gesagt. Er hat es mal ähnlich formuliert geschrieben, aber ich sage es jetzt einfach, weil es so ein schönes Bonmot ist. Ne? Die Lüge ist schon dreimal um die Erde gekreist, bevor sich die Wahrheit überhaupt erst die Schuhe angezogen hat. Mhm. Na, und das ist im Internet, ne? Das hat er vor 100 Jahren geschrieben. Das ist im Zeitalter des Internets mit einer Echtzeitkommunikation natürlich mal tausendfach. Na, also das galt schon immer, aber jetzt natürlich ist diese Technologie und die Möglichkeit wirklich, dass jeder Mensch mit jedem Menschen in Echtzeit verbunden ist, das ändert alles. Das ändert alles, was es jemals in der Kommunikationstheorie, aber auch in der gesellschaftlichen Absprache zwischen uns Menschen jemals gegeben hat. Ne? Du brauchst keine Parteien, wenn man so möchte, mehr. Du brauchst keine Verbände mehr, sondern jetzt kann jeder Mensch mit jedem Menschen unmittelbar oder direkt in eine Verhandlung oder auch Konfrontation treten. Es gibt nichts mehr, was diese beiden Parteien voneinander bremst. Und so rauschen zum Beispiel, wir sehen es ja gerade auch in den USA wieder, die jetzt kurz wieder vor den Wahlen stehen, so rauschen also die Demokraten und die Republikaner ungebremst, wie so zwei D-Züge aufeinander zu. Und da ist nichts mehr, was die beiden voneinander sozusagen trennen oder diesen Zusammenprall abbremsen könnte. Das heißt, diese neuen Fact-Checking-Websites, also zum Beispiel auch Korrektiv, die ich persönlich unterstütze, wo ich auch jeden Tag den Newsletter bekomme, die haben nur eine Chance, wenn auch der einzelne Bürger bereit ist, mein Stück nach hinten zu treten und es auf sich wirken zu lassen. Ich glaube, es war Clay Shirky, der diesen Begriff geprägt hatte, irgendwie Fact-Checking, das ist wie, nee, wir meinen mit Fact-Checkern in einen Kulturkrieg ziehen zu können. Was ist die Alternative? Ich meine, ich sage nicht, dass Fact-Checker, natürlich als Journalist sind Fact-Checker das A und O, das ist sozusagen, damit fängt es überhaupt erstmal an. Mhm. Was ich so putzig finde übrigens an diesen Begriffen von Fact-Checking oder an den Dingen, wir tun ja so, als hätten Journalisten früher nie die Fakten jemals gecheckt. Ne? Jetzt brauchen wir extra Fact-Checker. Ich gehe mal davon aus, dass ein Journalist per se schon mal und dann nicht extra dran schreiben muss, er ist ein Fact-Checker. Also zu meinem Berufsverständnis gehört, dass ich, bevor ich was schreibe oder in eine Kamera sage oder in ein Mikrofon spreche, dass ich vorher wenigstens mal gecheckt habe, ob es überhaupt stimmt. Ja. Also ich finde es immer so niedlich, wenn man das so outsourced und sagt, wir brauchen jetzt Faktenchecker. Nee, die brauchten wir eigentlich schon immer. Aber die Faktenchecker checken ja meistens dann nicht die Sachen, die Journalisten geschrieben haben, sondern die Fakes, die im Internet verbreitet werden, die emotionalisierten Posts. Wie gesagt, also Faktenchecker sind wichtig, sie waren aber schon immer wichtig. Mhm. Und dass sie jetzt nochmal eine zusätzliche
Aufgabe sozusagen haben und Rolle haben, natürlich, um überhaupt dieser Flut aus der Kakophonie des Netzes sozusagen überhaupt mal Herr zu werden oder zumindest mal so ein bisschen wieder eine Ordnung reinzubringen. Dafür sind die natürlich gut wichtig, unterstütze ich auch persönlich. Ich bin mit dem Korrektiv sehr eng verbunden. Ich sitze in diversen Journalistenpreisjuries und da kassiert das Korrektiv. Freue ich mich jedes Mal wieder, wenn die einen Preis nach dem anderen also gewinnen. Aber das entbindet nicht jeden Einzelnen von uns sozusagen der Aufgabe und auch der Pflicht, dass wir auch selber so ein Stück weit zum Faktenchecker werden. Und Professor Perksen hat ja diesen Begriff der redaktionellen Gesellschaft geprägt. Das bedeutet, dass also heute man ja nicht nur einfach sagen muss, es gibt jetzt Faktenchecker und die machen das für uns. Nein, jeder von uns selber muss auch selber die Fakten checken. Der Deutsche hat im Schnitt so um die 200, 300 Freunde Follower bei Facebook im Schnitt. Ne? Und wenn jeder Facebook hat? Jeder zweite Deutsche ist bei Facebook, jeder dritte ist bei Instagram, jeder fünfte oder vierte ist bei TikTok mittlerweile. Mhm. Also das heißt, wir haben es hier mit lauter Chefredakteuren zu tun. Lauter Chefredakteure, die im Grunde genommen, ne, wir früher haben wir gesagt, wir haben 80 Millionen mhm. Bundestrainer, Fußball-Bundestrainer in Deutschland, jetzt haben wir 80 Millionen nicht Faktenchecker, aber Chefredakteure. Und die haben eine Verantwortung dafür, was sie im Netz finden und dann an ihre Leserinnen und Leser oder Follower weiterverbreiten. Wenn ich eine Falschnachricht im Netz einfach nur like oder teile, dann bin ich dafür verantwortlich, dann bin ich selber Teil des Problems, weil ich ungeprüft etwas an meine Zielgruppe sozusagen weiterempfehle. Und dann bin ich das Problem und gar nicht mal so sehr derjenige, der sich den Schmarrn ausgedacht hat, sondern ich habe dazu geholfen, weitervorholfen, dass diese Falschmeldung weiter verbreitet wird. Alles klar. Jetzt denken wir aber mal ein paar Jahre weiter. Mhm. Jetzt sehen wir, was jetzt schon mit den Möglichkeiten der KI möglich ist, welche Möglichkeiten an Deepfakes es schon gibt. Ich kann jemand ein Video erstellen, in dem ein Politiker oder eine Person in der Öffentlichkeit halt was ganz was anderes sagt, als es die eigentliche Position ist. Ich als Bürger kann es nicht mehr unterscheiden, obwohl ich Chefredakteur bin. Ich like es, ich teile es trotzdem. Wie können wir uns in Zukunft dafür rüsten? Auch mit KI? Also KI gegen KI? Oder wie Wie soll man uns denn vorbereiten auf sowas? Ja, im Grunde genommen, Sie haben es im Grunde genommen schon vorweggenommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir in eine Art Wettrüsten treten oder da im Grunde genommen schon mittendrin sind, wo es darum geht, ob man ein gefälschtes Bild, ein gefälschtes Video nicht anhand schon von einem Computerprogramm einmal checken lassen kann, stimmt das alles? Ne? Sind die Pixel alle an der richtigen Stelle? Sind die Metadaten authentisch? Im Grunde genommen ist das eine Fortschreibung dessen, was wir auch in den 90er Jahren schon erlebt haben. Erinnern Sie sich an den Golfkrieg und dann die Fotos von der zerbombten Kindermilchfabrik oder von dem Vogel, der da verendet ist in einem ölverschmierten Strand. Und sich dann herausgestellt hat, die Bilder sind aus dem Archiv und haben damit gar nichts zu tun. Oder eben doch. Das heißt, genau diese Form von Spurensuchen oder Daten- oder Pixel-Detektiven sozusagen, die gibt es ja heute schon. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei der Flut von Falschnachrichten, Propagandameldungen und so weiter irgendwann mal eine Maschine oder auch heute schon Maschinen machen müssen, um überhaupt herauszufinden, ist das echt oder nicht, ist das authentisch oder nicht. Das kann kein Mensch, keine Redaktion, das kann auch kein Korrektiv mehr alleine machen. Facebook versucht ja schon das Problem der Hassrede zum Beispiel durch AI, durch künstliche Intelligenz sortieren oder ausfiltern zu lassen. Und die scheitern dann einfach an so banalen Dingen wie, dass eine Maschine heute noch nicht in der Lage ist, Satire zu erkennen. Ne? Ich könnte jetzt ironisch irgendetwas sagen, was, wenn ich es ernst meinen würde, natürlich überhaupt das Schlimmste überhaupt wäre. Aber wenn ich es ironisch sagen würde oder wenn Sie irgendwie, keine Ahnung, könnten Sie noch nicht mal irgendwelche
Satire-Sendungen im Fernsehen, im Internet oder auf YouTube laufen lassen, weil dann natürlich gelogen wird, was das Zeug hält, beziehungsweise überspitzt wird, was das Zeug hält. Und man könnte das auch als Hassrede natürlich interpretieren, wenn da Politiker beschimpft werden. Also es ist nicht so einfach und die künstliche Intelligenz ist leider noch nicht so weit, uns so zu dechiffrieren, uns Menschen, dass sie, also bei Humor beißt es meistens aus. Was man aber, glaube ich, technisch machen kann, und bei unserem Institut beschäftigen wir uns so ein bisschen auch mit Zukunftstechnologien, ist, dass man, glaube ich, technisch ganz gut lösen kann, woher eine gewisse Nachricht stammt und die nachvollziehen zu können. Mhm. Denn mit der Blockchain-Technologie, die ja gerade zwar nicht mehr in aller Munde ist, nachdem der Bitcoin abgestürzt ist, oder mit der analogen Tangle-Technologie, ist es möglich, Lieferketten so zu verfolgen, dass es juristisch klar ist, wer wann was produziert hat. Nun muss man fast schon IT studiert haben, um eine Blockchain überhaupt jemandem erklären zu können. Mhm. Das ist heutzutage etwas für, ich sage es jetzt mal mit Liebe, für Geeks und für Nerds und für Leute, die da ein frühes Geschäft wittern. Für den Mainstream-Gebrauch sind Blockchain im Moment noch ein Buch mit 27 Siegeln. Und auch wenn wir gerade in den sogenannten Krypto-Winter haben, das heißt, sich also die Euphorie gerade wieder zumindest, was Bitcoin und auch sonstige Kryptowährungen so ein bisschen wieder relativieren, ist, glaube ich, die Technologie Blockchain tatsächlich ein ganz großes Ding und könnte dem Internet zwei Dinge zurückgeben. Und dann sind wir auch wieder bei Wahrheit, bei Journalismus und auch bei der Frage irgendwie, was ist echt und was ist falsch. Die Blockchain-Technologie hat zwei, finde ich, ganz wichtige Dinge. Sie schafft eine Verlässlichkeit in ein System, das absolut keine Verlässlichkeit gerade hat. Nämlich sie überträgt sozusagen das, was ein Notar im Grunde genommen also in der dinglichen Welt war. Ne? Was in der Blockchain einmal festgeschrieben ist, steht dort drin, kann nicht mehr verändert, gelöscht werden. Das ist unmöglich. Wissenschaftlich, mathematisch, sich alle einig, es kann nicht geändert werden. Und dass damit trotzdem sehr viel Betrug geschieht, hängt nicht an der Blockchain, sondern an der Bedienung von der Blockchain und dass sich sehr viele Scharlataner sozusagen, das Problem, dass es im Moment sehr viel auch betrogen wird, um die Blockchain herum, ist nicht, dass die Blockchain oder dass die Technik gehackt wird, sondern der Mensch wird gehackt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt an ihr Passwort rankäme oder so etwas, dann könnte ich natürlich könnte ich Dinge an der Blockchain ergänzen oder umschreiben, wie auch immer. Das kann ich nur nicht, wenn also rein technisch alles, was da drin steht, bleibt drin und ist nachvollziehbar für alle Ewigkeit, solange es Internet und Strom auf dieser Erde gibt. Und das ändert die Dinge, weil im Moment kann jeder im Netz publizieren, was er will, kann es wieder löschen, kann es ändern und keiner kann nachvollziehen, wer hat eigentlich wann was jemals gesagt. Aber es wäre ein Hoffnungsschimmer, wenn man sagen möchte, wenn man zumindest als öffentlich-rechtliche Anstalt seine Nachrichten, die man rausgibt, verifiziert haben möchte. Das Problem ist, dann stoßen wir auf das gleiche Problem, auf das wir heute schon stoßen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Selbst wenn es mir gelänge, einen Querdenker zu überzeugen, dass es wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass das Tragen einer Maske etwas bringt. Mhm. Selbst wenn ich also quasi es mir gelänge, ihm auf der Faktenseite zu überzeugen, dass ich recht habe. Mhm. Was sagt Ihnen der Querdenker? Dass er nicht recht hat, weil er einen eigenen Wissenschaftler hat? Nein. Er sagt, ja, mag sein, es hätte aber wahr sein können und deswegen stecken sie trotzdem mit den anderen unter einer Decke und sind doch auch nur so ein Mietmaul aus dem Bundeskanzleramt. Mhm. So. Das heißt also, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und es gibt keine Möglichkeit, da irgendwo mit dem Verstand noch anzusetzen. Es wird ihnen nicht gelingen. Das heißt, auch eine Blockchain wäre im Grunde genommen, würde ihnen nichts bringen, weil man immer über den Weg der gefühlten Wahrheiten ihre ganze Logik aushebeln könnte. Mhm. Und das heißt, wir setzen
Ich sage nicht, dass man nicht Fakten braucht und auch nicht Faktenchecker und auch keine Blockchain. Im Gegenteil, das wird uns in Zukunft sehr, sehr viel bringen. Das wird auch eines der Lösungswege sein. Aber wir müssen vorher ein ganz anderes Problem lösen. Und das ist ein psychologisches, ist ein Problem, das wir nicht hier, sondern hier lösen müssen. Also der Begriff Lösung hört sich natürlich einfach an, als ob man etwas macht und dann hat man ein Ergebnis. Ist ja nicht so einfach. Das ist wahrscheinlich ein Prozess, der nicht enden wird, oder? Sie haben vorher den Begriff des Kulturkampfes hier reingebracht und ich glaube, das ist tatsächlich eines. Und was Kulturkämpfe auszeichnet, ist, dass sie nicht, wie soll man sagen, monokausal A entstanden und B auch erst recht nicht so gelöst werden können. Da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Und eines davon ist einfach, wenn Sie den öffentlich-rechtlichen Medien von Anfang an gar nicht mehr vertrauen, dann können die Recht haben, wie sie wollen. Dann können die auch lügen, wie sie wollen. Es spielt alles keine Rolle mehr. Wenn die Grundlage des Vertrauens schon nicht mehr da ist, nicht gegeben ist, dann erübrigt sich alles, was Sie diskutieren oder herleiten oder beweisen. Alles. Und deswegen müssen Sie tiefer ansetzen und nicht erst mit der Beweiskette, nicht erst mit, na, wo kommt welche Meldung her und ist der Wissenschaftler, der da zitiert wurde, richtig zitiert worden und ist der auch seriös, kennt der sich überhaupt aus? Spielt alles keine Rolle. Wenn ich Ihnen als Person schon misstraue, dann ist alles, was Sie mir sagen, ist relevant. Wenn es mir gefällt, wenn es in meine Argumentation passt, dann sage ich ja, haben Sie recht, das machen Querdenker übrigens auch. Ne? Die zitieren unheimlich gerne aus Medien, wenn die Medien ihre Meinung vertreten. Aber am nächsten Tag, wenn dann das Gegenteilige drinsteht, dann sagt die, ach hier, Lügenpresse. Das ist wahnsinnig interessant, dass sogar Donald Trump hält dann plötzlich eine Zeitung hoch, wenn ihm die Schlagzeile gerade passt. Mhm. Und am nächsten Tag sagt er irgendwie, das größte Drecksblatt, was es jemals gegeben hat, alles Lügner und was ist der, Antifa. Okay. Antifa. Ja. Nur was mir bei dem Vertrauen nicht gefällt, wenn ich eine Meldung bekomme und ich weiß sie nicht richtig einzuschätzen, dann schaue ich, woher die kommt. Wenn die von jemandem kommt, der mein Freund ist und dem ich vertraue, messe ich dem Wahrheitsgehalt bei, teile sie und like sie vielleicht. Jetzt gibt es aber das Problem, dass das auch ausgenutzt wird, Stichwort Influencer-Marketing. Mhm. Ich folge jemand, der mir gefällt oder den ich dann auch vertraue und der preist mir dann Produkte an. So ähnlich kann es doch dann auch gemacht werden. Es kann doch auch wieder nicht die Lösung sein. Das Problem bei dem Influencer-Marketing, das wir so seit 5 bis 10 Jahren auch in Deutschland massiv kennen. Es fing an immer mit so ein paar YouTubern und mittlerweile ist das so eine ganze, es gibt ja Agenturen, die Influencer vermarkten. Ich könnte Ihnen jetzt also einen Influencer sozusagen über eine Agentur besorgen, der also sagt irgendwie, der hält dann 10-mal irgendwie das Schild RHI Talks irgendwie in die Kamera und sagt, folgt den allen und dann haben sie über Nacht 10.000 neue Follower. Das gibt es mittlerweile, ist ein Geschäftsmodell, ein Milliarden-Dollar-Modell geworden, über das am Ende immer Google und Facebook sich am meisten freuen, weil die kassieren in jedem Fall. Die kassieren für die Lüge genauso wie für die Wahrheit. Das heißt also, die haben da in Anführungszeichen ein Interesse dran, dass beides gut läuft. Das Problem bei Influencer-Marketing, und das kapieren viele nicht, ist, das Produkt ist ja nicht sozusagen das Wasserglas, was ich in die Kamera halte und sage, trinken Sie dieses Wasser, sondern das Produkt, was Influencer haben, ist ihr Freundeskreis, ihre Follower. Die verkaufen ihre Follower. Die verkaufen ihre Follower an den höchstbietenden Werbetreibenden. Na, und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Nivea kommt oder weiß ich nicht was, Beefy Salami, ne, und dann liegt die Beefy Salami jetzt zufälligerweise hier auf diesem Tisch, ne, vor dem Influencer, ne, und dann greift er vielleicht oder streichelt einmal kurz da zärtlich über und er kassiert. Der verkauft oder sie verkauft ihre Follower für sehr viel Geld. Dafür, dass das Produkt, ne, früher nannte man das bei Tommy Gottschalk noch Schleichwerbung, ne, wenn die Gummibärchen da auf der Wetten, das Couch lag. Ne. Mittlerweile ist jeder von uns Tommy Gottschalk und jeder von uns potenziell jemand, der Haribo Goldbeeren verkaufen könnte und im Grunde genommen, ja, damit seine Follower, seine Fans zu Geld macht. Kennen Sie einen Theoretiker, ich weiß, dass Sie es wissen, der so eine Entwicklung vielleicht schon mal vorhergesehen hat, vor längerer Zeit? Ja, das ist ein Mensch, der heute wieder, wie soll ich sagen, sehr viel häufiger zitiert werden sollte,
und dem man vielleicht auch so ein bisschen Unrecht getan, da haben wir ihn. Wer ist das? Neil Postman. Und wer war das? Ein amerikanischer Wissenschaftler, der sehr früh, der hat in New York gelehrt, Kommunikationswissenschaften, und der hat vor allem über das Fernsehen seinen Schwerpunkt seiner Forschung und seiner Arbeiten gerichtet und hat damals schon in Bezug auf Fernsehen, noch vor dem World Wide Web, hat er also den Satz geprägt, wir amüsieren uns zu Tode. Wir amüsieren uns zu Tode, das war auch eines seiner größten Werke, das er veröffentlicht hat. Und gemeint war damit, ne, wir haben im Grunde genommen quasi in unserer Wohlstandsgesellschaft, ne, keine Kriege mehr, nach dem Fall der Mauer im Grunde genommen auch keinen wirklichen Feind mehr. Natürlich haben wir die jetzt wieder, aber das konnte er natürlich nicht an. Dass wir uns sozusagen in unserer Wohlstandsgesellschaft so sehr mit uns selber beschäftigen, dass wir im Grunde genommen ja gar nicht mehr wissen, was richtig, was falsch ist, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, sondern es geht nur darum sozusagen, dass wir halt permanent sozusagen beschallt werden und genau und gar nicht mehr dazu kommen, analysieren zu müssen, weil es kommt ja schon das Nächste. Ne? Das ist das, was man später bei Netflix vielleicht Binge-Watching nennt, dass man gar nicht mehr aufhört zu gucken, sondern die nächste Folge. Ne? Man wartet nicht eine Woche, bis dann die nächste Folge, bis dann die Lindenstraße wieder weitergeht, sondern man guckt die Lindenstraße sozusagen perpetuum mobile am Stück an. Und selbst wenn man sie schon gesehen hat, fängt die automatisch wieder mit der allerersten Folge am Anfang an. Das ist das sogenannte Boomerang-Phänomen aus dem Internet, damit bloß keine Stille, kein Moment des Innehaltens aufkommt, sondern wir permanent, und das machen ja diese Apps, geradezu TikTok hat das ja mehr oder weniger nicht nur auf den Schulhof, sondern fast schon in die Kindergärten gebracht, dass wir ständig mehr Reize, Stimuli sozusagen in immer kürzerer Folge direkt in unser zentrales Dopamincenter gefeuert bekommen, was immer sozusagen eine positive Droge in uns, ein Hormon ausschüttet, das wir als Belohnung empfinden. Mhm. Ähnlich wie so ein Pavlovscher Hund mit der Glocke. Es klingelt, stellen Sie sich ein Pavlovsches Experiment vor, Glocke, Speichelfluss, weil der Hund denkt, jetzt gibt es was zu essen. Stellen wir uns vor, die Glocke würde gar nicht mehr aufhören zu bimmeln. Das sind diese Geräte hier. Diese Pings und Dongs und Dings, neue WhatsApp und hier Breaking News und Twitter und ach, jemand hat was geliked, was ich gepostet habe. Wir werden permanent mit diesem Glöckchen sozusagen sozialisiert. Und kennen Sie das, wenn Sie irgendwie am Bahnhof stehen oder vielleicht nur mal die Rolltreppe hochfahren? Sie greifen automatisch, obwohl es nur 10 Sekunden vom ersten in den zweiten Stock sind, sie greifen automatisch zum Handy, weil sie sagen irgendwie, ach, in den 10 Sekunden kann ich doch schnell mal checken, was sich so in der Welt oder bei mir getan hat im Freundeskreis. Mhm. Sie können gar nicht mehr ohne. Es ist im Grunde genommen schon so ein Teil, ein Wurmfortsatz sozusagen von unserem Blinddarm oder von unserem Gehirn geworden. Das ist, im Grunde genommen ist dieses Gerät ja schon verwachsen mit unserem Kopf. Kopf und über die Hand, über den Kopf, ja. Jetzt wissen Sie ja, wie damals die Kampagnen, vor allem in den USA, gegen die Tabakindustrie geführt wurden, mit der Begründung, man wusste ja schon damals, dass Tabakrauchen erstens süchtig macht und zweitens gesundheitsschädlich ist. Glauben Sie, dass sowas auch kommen könnte für Social-Media-Apps in 15 Jahren? Man wusste ja schon damals, also jeder weiß es von uns, dass Instagram, TikTok und wie sie alle heißen, süchtig machen kann, dass man immer mehr Reize braucht, dass es den Menschen nicht gut tut, weil man immer der schärfere Reize braucht. Und das kann bei jungen Männern, die dann viel Pornografie konsumieren, zum großen Problem werden, dass man dann auch zu so einem ähnlichen Schritt kommt, wie man mit dem Tabak gekommen ist. Ich war im US-Kapitol an dem Tag, an dem Frances Hogan, die Whistleblowerin, ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und Managerin, dort ausgepackt hat und all die Dokumente auf den Tisch gelegt hat über die Forschung, die Studien, die Facebook selber betrieben hat und die nachweisen, wie abhängig machend ihre eigene Droge, jetzt nenne ich es mal so, eigentlich ist, dass die Produkte, die sie machen, auch bewusst Kinder in die Abhängigkeit führen. Das wussten die. Das haben die studiert. Im Gegenteil, sie hatten sogar vor einem Jahr noch den Plan, ein Instagram für Kinder zu machen. Das ist jetzt natürlich
mehr oder weniger, ne, jetzt ändern sie einfach nur ihre Algorithmen und probieren es halt auf dem Weg. Aber sie wussten, wie gefährlich ihre Produkte sind. Und all diese Mechanismen, ne, dieser Nachrichten, dieser Dings, das Design, die Töne, die Nachfragen, möchtest du nicht auch und so weiter. Und du kannst jetzt hier Leute taggen und so weiter. Das sind bewusste, wie soll man sagen, Tricks, um die Menschen noch mehr an diese Plattformen zu binden und sie dazu zu bekommen, das Gerät am besten gar nicht mehr aus der Hand zu nehmen. Das haben die studiert. Sie haben ihre Produkte daraufhin explizit ausgerichtet und wir haben es jetzt schwarz auf weiß. Aber die große Frage ist doch, können wir das überwinden? Analog, wie wir es mit der Tabakindustrie gemacht haben? Oder wird es irgendwann in uns wirklich körperlich eingepflanzt und wir leben damit, weil es ein Teil von uns ist? Elon Musk arbeitet ja auch, übrigens Facebook auch, an einer Schnittstelle. Das ist kein Science Fiction, da fließen sehr viele Forschungsgelder drin und die Universitäten sind ja auch mit eingebunden, dass wir eine Schnittstelle direkt ins Internet bekommen, in unser Gehirn. Bei Elon Musk heißt das Neuralink, diese Firma. Und es sind kleine Computerchips, die also wirklich in die Schädeldecke sozusagen eingepflanzt werden mit hauchdünnen Drähten in unsere Gehirnzentren hinein, sodass wir also im Grunde genommen gar nicht mehr ein Gerät brauchen, um vor unserem Gesicht zu halten, sondern wir können jetzt zum Beispiel unsere Gedanken direkt an Google weitergeben und kriegen dann den Wikipedia-Eintrag, den ich gerade vergessen habe, oder das Zitat oder die Jahreszahl sozusagen, kriege ich in mein Gehirn geflüstert. Da brauche ich noch nicht mal mehr einen Ohrwaschel oder die Augen mit so einer Datenbrille oder so etwas, sondern ich kann sozusagen mich direkt ins Internet verbinden über Gehirn. Und das ist alles noch 20, 30 Jahre in der Zukunft, aber dass es zum Teil geht. Und denken Sie zum Beispiel an Menschen, die eine Prothese tragen und einen künstlichen Arm per Gedanken schon steuern kann. Das gibt es heute schon. Das heißt also, wir bewegen uns da zielstrebig drauf hin. Das ist auch das erklärte Ziel von Mark Zuckerberg, genauso wie von Elon Musk, zu sagen, wir wollen gar keine Geräte mehr. Das ist doch eigentlich im Grunde genommen fast unnötig. Wir wollen dich direkt, wir wollen deine Gedanken auslesen und wir wollen dir das, was du sozusagen sehen, hören, denken möchtest, dir direkt einflüstern. Und das klingt jetzt so wahnsinnig dystopisch, aber wenn man sich mal genau vorstellt, für jemanden zum Beispiel, der auch, nicht sprechen kann oder nicht hören kann, sind das natürlich unheimliche Geschenke, wenn man plötzlich also Teil der Gesellschaft werden kann, ohne dass man an seinen Körper gebunden ist. An die Unzulänglichkeiten eines Körpers. Für mich ist das wahrscheinlich genauso dystopisch wie das Social Scoring System, was die Chinesen haben. Ja, das ist noch recht, wie soll man sagen, primitiv. Aber in seiner Primitivität und seiner Diabolik natürlich, das hätte sich keiner denken können, dass man das innerhalb von 30 Jahren nach George Orwell schon so perfekt hinkriegt. Ne? Vor allem, denn man kann ja auch Micro-Targeting betreiben und auf jeden Einzelnen in seiner Blase und in seinem Bedürfnis das eingehen. Das geschieht heute schon. Das ist schon eine Technik, die ist 10 Jahre alt. Das geschieht heute schon bei Ihnen. Wenn ich Spiegel Online aufmache, dann haben Sie eine andere Werbung oben zu sehen als bei mir. Bei mir kommen jetzt immer irgendwie so Gebissprothesen und so etwas oder Haarausfall und solche Dinge. Und dann denke ich mir irgendwie, ihr Schweine macht mich nicht noch älter, als ich ohnehin schon bin. Ne? Also das finde ich ehrlich gesagt, das turnt mich so ein bisschen ab. Ich war auch kurz davor, mein Spiegel-Ding dann zu Wie, zu Sie haben keinen Werbeblocker? Ich habe Werbeblocker, nur die gehen nur bis zum gewissen Grad. Dann sagt Spiegel, mach den Werbeblocker raus oder du kannst es nicht mehr gratis lesen. Mhm. Also das sind schon, und selbst wenn ich den drinnen hätte, die wüssten sowieso schon genug von mir. Mhm. Also diese Datenhändler, die es schaffen, aus lauter kleinen Fragmenten, das fängt mit ihrer Payback-Karte an, die sowohl die Spuren, die ich im Netz hinterlasse, als auch die Spuren, die ich in der dinglichen Welt hinterlasse. Ne? Kreditkarten, alles, was Sie mit der Kreditkarte zahlen, kauft Facebook auf. Die kaufen die Daten von Ihrer Master- oder von Ihrer Visa-Karte oder American Express-Karte, kauft Facebook, um die letzten 30% sozusagen von Ihnen noch zu kriegen, an die Facebook digital noch nicht rankommt. Nämlich das, was Sie in einem Geschäft physisch, ohne Spuren zu hinterlassen, denken Sie, sozusagen kaufen. Facebook kauft sich die Daten, Google macht das auch,
kaufen sich all die Daten, wo sie vielleicht die letzten 20-30% für die noch unerreichbar sind, nämlich dann, wenn sie im Geschäft was bezahlen. Und auch das kauft sich Facebook. Sogar von Menschen, die gar nicht bei Facebook sind. Okay. Die haben ein sogenanntes Schattenprofil. Und das ist ehrlich gesagt so scary, da muss man gar nicht nach China schauen. Das passiert hier im Westen mit einem anderen Vorzeichen, kapitalistischen Motiven. Mhm. Aber das passiert bei uns auch. Und wir brauchen nicht glauben, dass wir so viel besser oder so viel unbeobachteter sind als die Chinesen. Wir haben auch ein Scoring, ein knallhartes Scoring. Auch mit einer großen Machtkonzentration. Definitiv. Also Facebook und Google sind ja im Grunde genommen fast keine Konzerne mehr, sondern das sind ja schon transnationale Staaten, wenn man so möchte. Ja. Also die halten sich nicht zwingend mehr an Ländergrenzen, sondern sie funken über die Ländergrenzen hinaus, ne? Und können sich immer dort sozusagen das Recht raussuchen, was ihnen gerade in den Kram passt. Deswegen sind auch alle europäischen Zentralen der großen Social-Media-Konzerne oder Internet-Konzerne in Irland, weil die dort nämlich einen Deal haben mit der irländischen Regierung, dass sie dort einfach nicht kontrolliert werden. Und wenn wir beide jetzt nach Alternativen suchen, zum Beispiel um uns zu informieren, dann ist halt die Möglichkeit der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder lokale Zeitung. Aber die ganzen Werbekunden, wie ich ja vorher schon gesagt habe, die müssen halt zu Google gehen, weil sie halt dort ihre Werbung besser anbringen können, sonst funktioniert es nicht. Wir nennen es immer, ich möchte mal ein bisschen ketzerisch sein, dafür bin ich auch bekannt, aber ich möchte damit natürlich auch ein bisschen was bewegen und ich möchte einfach nur auch ein bisschen durch Provokation zu neuen Gedanken anstoßen. Wir schimpfen immer auf die Oligarchen in Russland, zu Recht. Das ist eine Verbrecherkaste von Menschen, die ohne Scham und Moral auch noch wahrscheinlich ihre Großmutter verkaufen würden. Aber Google und Facebook machen genau das Gleiche, nur mit einem anderen Hintergrund. Aber für Shareholder Value, nicht für Putin. Aber die kennen natürlich auch keine Gnade und sie zeigen es jedes Mal wieder. Wenn sie zu der Wahl, das hat Francis Hogan uns ja schwarz auf weiß auch mitgebracht, zum ersten Mal haben wir es wirklich auch mal in Händen, in diesen Dokumenten, diesen Tausenden von abfotografierten Seiten, wenn man die mal liest, bleibt am Ende immer übrig, wenn Facebook die Wahl zwischen das Richtige zu machen, gesellschaftlich verantwortlich zu handeln oder aber Profit, haben sie sich immer für den Profit entschieden. Immer. Das ist die alleroberste Zielsetzung. Und das ist bei Google mit YouTube nicht anders. Gut, aber wenn wir jetzt sagen, wir müssen ja realistisch denken und wir müssen in Alternativen denken. Eine Alternative wäre vielleicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also als Struktur, als Modell, der dann vielleicht auch so ein öffentliches Netz betreiben könnte mit den Geldern, die sie bekommen. Und dann ein Netz aufbauen, das halt nicht abhängig macht, das versucht, alle möglichst gleich zu behandeln, keinen seiner Blase zu lassen oder mit Spendengeldern das aufzuziehen. Wäre es nicht eine Alternative oder wird es klanglos untergehen? Also dass die Europäische Union zum Beispiel, also vielleicht jetzt nicht Bayern, Deutschland, das wäre zu klein, aber auf Ebene der Europäischen Union hier was voranzubringen? Dazu zwei Dinge. Erstens glaube ich, dass so ein Konstrukt zum Scheitern verurteilt wäre, einfach alleine heraus, dass es viel zu spät ist. Ne? Die Leute haben sich an diese Bequemlichkeit, an YouTube und an WhatsApp gewöhnt und das allein technisch so hinzubekommen, dass das an die herankäme von der Qualität, vom User-Interface, von der Einfachheit der Bedienung und der Kakophonie eines Europas, wo jeder nochmal irgendwie mitreden möchte und so weiter, ich glaube nicht, dass man das hinbekäme, also rein organisatorisch und auch technisch. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, will man das überhaupt? Weil ich glaube, das freie Spiel des Marktes funktioniert im Grunde genommen schon. Nur man muss den halt auch Leitplanken setzen sozusagen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das wurde beim Internet 20 Jahre lang einfach nicht getan. Und die haben sich in dem Vakuum natürlich wie eine Made im Speck einfach ausgetobt und gesagt, solange es keiner kontrolliert oder wir, jetzt fangen sie an, Geldstrafen zu bekommen. Ja? Also das letzte Mal, wo zum Beispiel YouTube hat einen illegal Daten von Kindern ausgespäht und Konten angelegt. Raten Sie mal, was YouTube dafür für jahrelang, für ein Jahrzehnt lang
gezieltes Markentargeting von Minderjährigen, Kindern 6, 7, 5 Jahre Vorschulalter. Was musste Facebook, YouTube, Google dafür zahlen? 5 Millionen. Ja, 5 Millionen. Oder 50 Millionen waren es, Verzeihung, 50 ja. Millionen. Das ist für die, das verdienen die in einer Minute. In einer Minute. Das heißt also, das wäre so, also ich meine, wenn ich für ein Parkticket, ne, mein Auto steht draußen hier vor der Straße, wenn ich könnte mich auf einen Behindertenparkplatz stellen und zahle dafür nachher nur 20 Cent. Ich würde keine Rücksicht mehr auf irgendwelche Gesetze nehmen. Und genauso ist es gerade. Das ist das Jahr 2022. Da passiert wirklich noch sehr wenig. Selbst die harten Gesetze, die es in der EU zum allerersten Mal gibt. Und jetzt bin ich wiederum doch bei Ihnen und sage, nee, wenn wir das in der EU regeln, dann trägt das schon Konsequenzen. Dann haben wir schon mal zumindest eine Grundlage. Das Problem ist, es wird noch nicht durchgesetzt. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung beispielsweise, die vor 4 Jahren in Kraft getreten ist, na, das kennen wir alle mit diesen blöden Cookie-Fenstern, wo man dann irgendwie 1000-mal klicken muss und man wird sowieso reingelegt, egal was man klickt. Aber die Idee dahinter ist schon mal ganz richtig. Das Problem ist nur, es wird noch nicht durchgesetzt. Es gibt immer noch keine Konsequenzen. Selbst wenn Facebook oder Google mal tatsächlich es ihnen nachgewiesen wird, dass sie sich gegen das geltende Gesetz nicht, also dass sie dagegen verstoßen, dann zahlen sie die Strafe, die ihnen droht, aus der Portokasse. Und da müssen wir nachbessern. Es gibt aber da vielleicht historische Beispiele, die Mut machen könnten. Ich meine, Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in den USA durch die damaligen Wettbewerbsgesetze Riesenkonzerne, die man damals für untastbar hielt, zerschlagen. Richtig. Und wenn der politische Wille da ist, funktioniert das doch. Ja. Dann kann ich den Algorithmus eingreifen, dann kann ich die zerschlagen, wenn er denn da ist. So, und wenn jetzt haben Sie folgendes Problem. Und jetzt sind wir in einer ganz, ganz interessanten, wirklich, es ist ein Krimi. Was in Washington, in Brüssel und in Berlin passiert, ist gerade ein Krimi. Nicht nur, dass sich Google und Facebook gerade sämtliche Politiker, die ihnen gefährlich werden können, beziehungsweise die sie brauchen könnten, wirklich mit sehr viel Geld aus dem Ministerium, die Büroleiterin der Staatssekretärin von Angela Merkel, hier aus Bayern kommt, Doro Bär, also deren Büroleiterin, arbeitet seit einem Jahr jetzt für Facebook. Das heißt, die holen sich wirklich die zentralen Positionen. In Brüssel genau das Gleiche, in Washington sowieso. Das heißt, diese großen Internetkonzerne kaufen sich einfach Politiker und benutzen deren Kontakte natürlich jetzt um ihren Lobbyismus, um auszubremsen, was jetzt als Erkenntnis schon gereift ist in den politischen Häusern. Aber um sozusagen die Umsetzung dieser Regulierung möglichst in die Länge zu ziehen, diese Ressourcen, die hat ein Staat nicht mehr. Deswegen habe ich vorher das Beispiel transnationaler Staat. Wir haben es nicht mehr mit Konzernen zu tun, sondern wir haben Facebook und Google machen selbst hier in der Krise noch mehr Umsatz als ein, ich glaube, das 70. oder 71. größte Land, größter Staat mit Bruttoinlandprodukt pro Jahr schafft. Das heißt also, wir haben es mit Konzernen zu tun, die so viel Geld haben wie sonst nur ganze Staaten. Und wie wollen Sie dem noch Herr werden? Wie wollen Sie sozusagen jemanden ausbremsen, der Sie einfach totkaufen kann, der Ihnen einfach alle Mittel, der einen Prozess auf 10, 15, 20 Jahre ziehen kann, wo der Staat schon längst nicht mehr mithalten kann? Ja, aber was hat Facebook und Google nicht machen können, sind Gesetze. Richtig. So. Und die Sie können sie vielleicht verzögern, alles klar, verzögert. Das verstehe ich. Aber sie können sie nicht machen. Und es wird nur um den Prozess, wo wir gerade drin stecken, nochmal klar zu machen. Erst wird alles dafür getan, dass das Gesetz erst gar nicht gemacht wird. Dafür werden beide Lager, ich nenne es jetzt mal einfach ganz offensiv, damit es jeder versteht, geschmiert mit irgendwelchen Veranstaltungen, mit Zuführungen, Parteispenden und so weiter. Das ist ja nichts Neues. Beide Lager, ne? Witzigerweise, sowohl Demokraten als auch die Republikaner werden von Google und von Facebook mit sehr viel Geld unterstützt. Soweit ich weiß, haben das die großen Ölfirmen damals auch gemacht. So. Um sozusagen zumindest Sand in das Regulierungsgetriebe zu streuen und den Prozess einer wirklichen
Gesetzesregulierung sozusagen erstmal, um nochmal eine oder zwei Legislaturperioden, das sind dann immer vier, fünf Jahre, und dann also 8 Jahre dann bei zweien, zu verzögern. Und dann ist das Gesetz gemacht worden, Datenschutzgrundverordnung. Jetzt werden Sie zum ersten Mal 2 Jahre, nachdem das in Kraft getreten ist, wirklich wird Ihnen nachgewiesen, dass Sie das Gesetz wirklich mit Pauken und Trompeten gebrochen haben. So. Und jetzt ziehen Sie den ersten Prozess einfach um 2, 3 Jahre hinaus, dann die Revision, dann geht das in die nächste Instanz. Google ist jetzt, war das Google oder Facebook, ich möchte nichts Falsches erzählen. Es gab jetzt gerade ein Gesetz, das letztes Jahr, oder ein Verstoß, ich glaube von Google, der letztes Jahr geahndet worden ist. Das ist 12 Jahre, der Verstoß ist 12 Jahre her. 12 Jahre. Das ist im Internet, in der Internetzeitzählung sind das Jahrhunderte. Mhm. Ne? Und in der Zeit haben die einfach weitergemacht, weil es gibt ja noch keine Rechtsprechung. Und ich glaube, und jetzt können wir es ein bisschen wieder mal einfangen, weil ich rede mich hier zu sehr in Rage. Ich glaube, wir haben ein ganz massives Problem als Gesellschaft, weil der technologische Fortschritt und die technologische Explosion dieser Tausenden von Updates, die wir mittlerweile quasi bekommen haben auf unsere Telefone, das geht alles so schnell mittlerweile, dass eine staatliche Organisation wie die einer Grundordnung, wie die einer Demokratie mit diesem Tempo nicht mehr mitkommt. Das heißt, diese Konzerne können sich so schnell bewegen, dass wir weder in der Gesetzgebung noch im Strafvollzug, dass wir immer in die Rücklichter schauen werden und denen nicht mehr habhaber werden. Und es sei denn, wir wollen es. Und es ist der politische Wille da. Aber dann müssten Sie es ja so, sozusagen, dann müssten Sie ja so schnell auch Ihre Gesetze anpassen und auch Mehrheiten erzeugen. Und ne, da sind wir wieder bei Lüge und bei Wahrheit. Die Lüge hat sich schon dreimal um die Erde bewegt, bevor sich die Wahrheit überhaupt erst die Schuhe angezogen hat. Und so ähnlich sehe ich das gerade bei der Entwicklung. Deswegen ist das so brandgefährlich, was Google und Facebook gerade tun. Weil sie machen Gewinne und riskieren, dass die öffentliche Grundordnung, dass sogar Demokratien zum Kollateralschaden werden für den Ausfall, für den Outfall, den sie provozieren, indem sie einfach mal politische Gegner so mit ihren Produkten vergiften, dass die sich gegenseitig an die Gurgel gehen und plötzlich irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen steht. Und wir wissen, was im Internet diskutiert wird heute, wird morgen auf der Straße ausgetragen. Und daher, glaube ich, sind wir gerade wirklich an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt der Digitalisierung. Wir merken, die Selbstregulierung funktioniert nicht. Die erzählen in großen Kampagnen immer, was sie alles tun, um Fake News und so weiter zu bekämpfen. Die Wirklichkeit ist natürlich eine ganz andere. Das hat keine Priorität für die, auch heute noch nicht. Die behaupten immer sehr viel, aber sie tun nichts. Und der Staat wacht jetzt gerade auf und erkennt, wir haben ein Problem. Weiß aber nicht, wie er dem handhabbar werden soll. Und selbst wenn er es anfängt zu werden, und wie gesagt, die EU ist da, finde ich, fast schon vorbildlich, hätte ich Brüssel nie zugetraut, dass sie es schaffen, ihre gesamten Mitglieder auf ein gigantisches Gesetzespaket, wie jetzt erstmal der Datenschutzgrundverordnung und jetzt dem DSA, dem Digital Services Act und dem DMA, dem Digital Markets Act, das sind die ersten, wie soll man sagen, wirklichen Blöcke, die da eingezogen worden sind. Und da ist die EU weltweit führend. Hätte ich nie für möglich gehalten. Plus vielleicht bald ein Wettbewerbsrecht. Ja, und nur das wird jetzt von den Amerikanern sogar kopiert. Ich war in Washington im letzten Jahr und ich habe noch nie so häufig aus beiden politischen Lagern, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner, die normalerweise mal sagen, der Staat soll sich raushalten, freie Marktwirtschaft. Und gesagt, naja, es ist nicht ganz falsch, was die Europäer da tun. Da könnte man sich mal ein bisschen dran orientieren. Das ist ein Riesenlob aus den Worten eines republikanischen Senators oder Gouverneurs. Dass sogar die sagen, was wir hier in den USA machen, das ist gefährlich. Aber so richtig sicher fühlen, also kann sich niemand, weder die großen Konzerne noch die Gesellschaft und die Staaten.
Ja, das ist halt ein ewiger Wettlauf sozusagen, Hase und Igel. Und klar, das oberste Ziel eines Unternehmens ist, Shareholder Value und Profite zu engagieren und dafür Sorge zu tragen, dass auch morgen noch die Leute diese Geräte benutzen. Mhm. Für den Staat die öffentliche Grundordnung zu sorgen und auch die Kontrolle zu haben. Ich habe mal mit, wie hieß unser ehemaliger Geheimdienstchef vom Bundesverfassungsdienst, der jetzt dann zur AfD gewechselt ist, oder noch CDU-Mitglied war. Genau, Georg Maaßen. Mit dem habe ich mal in der politischen Akademie in Tutzing diskutiert. Und der war damals noch in Amt und Würden, war Verfassungsschutzpräsident, also das oberste, wie soll man sagen, Überwachungsinstitut, das es hier in Deutschland gibt. Und er hat gesagt, er wünschte sich die Mittel, die Facebook und Google haben, weil dann könnte man endlich mal, ich sag's jetzt mal, findet man irgendwo in YouTube das Interview, einfach Maaßen und meinen Namen googeln, da findet man dieses legendäre Interview noch. Und da sagt er mir, er hätte gerne im Grunde genommen die Mittel, die China auch hat. Und da wurde mir Angst und Bange, vor allem damals war er ja noch, wie soll man sagen, relativ gemäßigtermaßen. Und nur 2, 3 Jahre später hat man gesehen, was für eine Entwicklung auch dieser Mann gemacht hat, der mit einem Tool wie Google oder Facebook meinen persönlichen Daten als Journalist, ne, am Schluss haut er mir noch das Mikrofon irgendwie ans Revers und sagt, er mag jetzt nicht mehr. Also das macht mir Angst und Bange, wenn so ein Mensch diese Tools hätte. Der Erich Mielke hätte wahrscheinlich genauso gedacht. Der hat genauso gedacht, wissen wir ja auch. Und wir wissen ja auch, was für eine Rolle Journalisten in solchen Unrechtsstaaten damals gegeben. Dagegen sind wir in Washington, diese ganzen Untersuchungsausschüsse zum Beispiel zeigen es ja, es ist noch alles in Ordnung. Aber wir haben es mitgekriegt, wie fragil selbst unsere, wir empfinden sie immer als stabil und als ne? Dass sogar ein Verfassungsgericht, ne, jetzt in den USA für massive Zerrüttungen in der Gesellschaft provoziert, indem da jetzt einfach 2 oder 3 Richter von Trump reingesetzt worden sind, die einfach kulturell eine andere Sprache sprechen. Und dieses Land steht auf einmal kurz vor dem Bürgerkrieg. Hätte man sich nie für möglich gehalten in unserer aufgeklärten Internet, ne, Informationen sind ja überall vorhandenen Welt. Und auf einmal, es reicht ein Streichholz, um ein Land anzuzünden. Und da sind wir gerade. Und ich glaube, wir müssen verdammt aufpassen, dass wir diesen Übergang von der analogen in die digitale, in die Informationsgesellschaft, dass wir den jetzt wirklich verantwortungsvoll begleiten. Und was mit neu hinzukommt, sind auch in Anführungsstrichen neue Akteure, die schon immer da waren, aber die wir jetzt bis zum 24. Februar wahrscheinlich sehr übersehen haben. Diese konventionelle Propaganda, die von verschiedenen Staaten betrieben wurde, gab es über den gesamten Kalten Krieg und hat auch dann weiter geschwelt. Bis zum digitalen Informationskrieg, über den wir heute sprechen, ist es dann kein weiter Weg mehr. Können Sie die beiden Begriffe mal erklären, abgrenzen und uns mal sagen, was sie aus Ihrer Sicht für uns heute bedeuten, in der neuen Lage mit der Ukraine-Krise? Ganz aktuelles Beispiel, man kann zum Beispiel das sogar auf so eine ganz harmlose App wie TikTok zurückführen. Mhm. Wir bekommen über TikTok, also der Ukraine-Krieg ist der erste auch TikTok-geführte Krieg, weil beide Seiten, sowohl Russen als auch Ukrainer, diese App benutzen, um ihre Botschaft nach draußen zu bekommen. Die einen flüchten und dokumentieren darüber, wie sie im Bunker leben und zerbombt werden. Und die anderen führen Tänze auf und zeigen mit TikTok-Sprache, ne, mit Musikclips und mit Musik und mit lustigen Fotos und Stop-Tricks, wie toll der Krieg ist und was für Erfolge man täglich gemacht hat. Ist ja so nichts Neues, gab es im Ersten Weltkrieg auch mit den Flugblättern. Genau, so, aber jetzt eben mit anderen Mitteln und über diesen Bildschirm. Der Witz ist aber, Flugblätter sind regional, ne, liegt in der Sache schon im Wort, natürlich begrenzt. Hier kann ich auf einen Schlag Millionen, und ich meine wirklich Millionen, weil TikTok schafft es ja innerhalb wirklich einen No-Name, der wirklich gerade erst sich gestern angemeldet hat, morgen schon ein Millionenpublikum zu haben. Das schafft diese App. Das hat keine andere App vorher geschafft, so schnell Menschen, die gestern noch keinerlei Bedeutung hatten, von heute auf morgen zu Superstars zu machen.
Das ist wirklich eine Eigenart von dieser Programmierung dieser App. Und Facebook und Instagram, wozu Facebook ja gehört, versuchen das jetzt auch so zu machen. Brandgefährlich, weil man natürlich auch, wie soll man sagen, ja, was ist richtig, was ist falsch, wer hat recht, wer hat nicht recht, was ist wahr, was ist unwahr. Ne? Egal, was du machst, es ist so, die Konsequenzen, das ist der Unterschied zum Flugblatt, sind heute tausendfach, wäre so, als würden sie sagen, sie würden eine Handgranate mit einer Atombombe vergleichen. Natürlich gab es früher auch schon Handgranaten, aber eine Atombombe hat nur eine massivere Wirkung, katastrophalere Wirkung auch für ganze Landstriche. Und genauso ist das auch mit diesem Gerät hier. Sie können wirklich mit einem Tweet, können sie Leben zerstören. Das gab es hätten Sie mit einem Flugblatt früher nie geschafft. Ich kann doch auch genau das Gegenteil machen. Ich meine, ich kann ein Messer benutzen, um jemanden zu verletzen. Ich kann aber auch ein Messer benutzen, um jemanden zu operieren. Genau, richtig. So, und genau da sind wir jetzt. Und die Frage, wollen Sie die Frage, wofür Sie die Messer verkaufen? Dann kann die Messerfirma auch immer sagen, ja, wir verkaufen nur Messer. Ne? Mhm. Aber wenn Sie wissen, dass die Werbung betreiben, dass sie also auch Straftaten, die mit ihren Messern begangen werden, sozusagen nicht eingrenzen, sondern sagen, ja, wir verkaufen es ja nur, wollen Sie so an, ne, dann brauchen wir gar keine Waffengesetze mehr. Und dann können wir sagen, ja, auch mit Pistolen oder mit Panzerfäusten, es kommt drauf an, wie man sie einsetzt. Ist ja nicht unser Bier. Nein, das muss reguliert werden. Das muss reguliert werden. Und ich sage es nochmal ganz offen, dass diese Geräte hier, dadurch, dass sie unsichtbar sind, dass Daten unsichtbar sind, dass wir nicht die unmittelbaren Konsequenzen sofort spüren, sondern manchmal erst Jahre oder Jahrzehnte später. Wir unterschätzen die Macht, die diese Digitalisierung mit sich bringt. So kolossal. Und jeder, der meint, sie verstanden zu haben, ich kann Ihnen unmöglich sagen, dass die Daten, Herr Lang, die Sie heute bei der Payback-Kasse, um für ein paar Punkte irgendwie dafür zu bekommen, dass die nicht irgendwann mal in 10 oder 20 Jahren gegen sie verwendet werden. Weil jemand genau weiß, sozusagen, was sie wann gekauft haben, ob sie, keine Ahnung, Verhütungsmittel gekauft haben an einem Tag, ob sie eine Affäre mit jemandem haben, ob sie, wo sie sich aufgehalten haben an einem Tag. Das alles kann gegen sie benutzt werden. Und es wird auch heute schon benutzt. Wenn Sie YouTube aufmachen, wo unsere Unterhaltung gerade läuft, liest YouTube gerade den Zuschauer, die Zuschauerin, die uns jetzt gerade noch hoffentlich zuschaut. Das heißt, es wird genau buchgeführt, wer guckt wie lange, wo hält er sich auf, was für einen Computer benutzt er, was für ein Smartphone. Wenn Sie ein iPhone haben, dann sind Sie schon mal in der höheren Verdienstkategorie. Mhm. Und dann habe ich Ihnen gesagt, ne, können die anhand der Gerätekennung feststellen oder der Telefonnummer oder was auch immer Sie irgendwo hinterlassen, wie man das sozusagen jetzt verbindet mit Informationen, die gar nichts im Internet zu tun haben. Und das alles in der Hand jetzt von einem irre gewordenen US-Präsidenten, Verfassungsschutzpräsidenten oder sonstigen Autokraten, der vielleicht in 10, 20 Jahren an die Macht geputscht wird. Oder aber einen Elon Musk, der einfach die Firma kauft, wo die Daten gelagert werden. Es sind so viele Möglichkeiten, wie das schiefgehen kann, sodass ein Journalist oder ein Anwalt oder ein Priester oder wie auch immer, ein Arzt, der sehr viele Informationen über Menschen besitzt. Also meine Fantasie reicht weit, um sich auszudenken, was Daten sind nicht nur das neue Erdöl, sie definieren auch unser physisches Leben. Das, was ich digital mache, hat unmittelbare Konsequenzen auf mein physisches Leben, auf die dingliche Welt. Wenn Sie keinen Kredit mehr bekommen, wenn Sie plötzlich keinen Job mehr bekommen, wenn Ihre Kinder nicht mehr studieren dürfen. Wir alle kennen das noch aus unserer Geschichte. Nur damals gab es noch kein Internet. Stellen Sie sich mal vor, die Stasi hätte diese Methoden, die wir heute haben. Das kann so schnell alles aus dem Ruder geraten. Gehen wir nochmal zurück auf die Ebene. Also wir waren bei der Propaganda. Hier ist eine staatliche Ebene mit dabei. Mhm. Früher in der Propaganda gab es die Flugblätter sowieso nicht, aber es gab die Flugblätter, es gab Radiosendungen, die überall das eigene Programm ausgestrahlt haben. Es gab Einladungen von Journalisten nach Russland und nach China, die dann entsprechend berichtet haben. Es gab Anzeigenkäufe in westlichen Zeitungen, wahrscheinlich auch umgekehrt.
Es gab Sprachunterricht und sowas. Und sie meinen, das ist heute alles überflüssig geworden, weil wir eben diese neuen Kommunikationsmittel haben und wir oder man dann auch direkt Microtargeting betreiben kann. Ja, es ist sehr viel günstiger. Die Methoden sind die gleichen geblieben. Sie müssen keinen Journalisten mehr nach Moskau oder nach Washington einladen, sondern Sie können sich ja die Leute sozusagen am. Sie können ja die Propaganda nehmen Sie die Trollfabrik in Petersburg, St. Petersburg, ne? Wo dann Leute sitzen, die den ganzen Tag dafür bezahlt werden, einfach nur unwahre Geschichten mal ins eine Lager des Feindes, mal ins andere Lager des Feindes zu streuen. Es gab eine sehr schöne Studie, sehr interessant, der Cambridge University, und zwar um die Präsidentschaftsduelle, TV-Duelle zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Das waren, ich glaube, 3 oder 4 Duelle. Und diese Universität hat sich also die Social-Media-Kanäle untersucht. Wer hat da eigentlich was parallel zu diesen Duellen auf Twitter und auf Facebook gestreut? Und die haben festgestellt, dass da ganz viele Troll-Inhalte, also gesteuert, vermutlich aus Russland, quasi in die Live-Debatte sozusagen auf Twitter in Amerika, als auch bei Facebook platziert worden ist. Und jetzt kommt der größte Witz. Wir haben damals gesagt, die Russen haben Trump zur Macht verholfen. Mhm. Nee, die haben das genauso auch für Hillary gemacht. Weil das oberste Ziel, na, man vermutet, dass es Russland war, die Beweise sind da immer so ein bisschen schwierig, aber irgendeine staatliche Organisation hat das getan. Da geht es gar nicht so sehr darum, einen oder die andere Kandidatin zu bevorzugen, sondern das Ziel ist, Unruhe zu verbreiten. Die Kräfte, das Land sozusagen zu destabilisieren und die Leute gegen sich selber aufzuhetzen und sozusagen die Drecksarbeit dann im eigenen Volk sozusagen zu machen. Genauso wie das die MAGA-Fans, ich meine, man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es wurde geschafft, dass US-Republikaner, die normalerweise Law and Order-Vertreter sind, das eigene Parlament gestürmt haben und sogar gemeint haben, sie tun dem Land was Gutes, es sind Patrioten. Das ist so eine krasse Form von Brainwashing, dass man sich das vor 20 Jahren Neil Postman hätte das niemals für möglich gehalten. Er hat damals gesagt, wir amüsieren uns zu Tode. Er hat später übrigens diesen Satz, wir amüsieren uns zu Tode, nochmal ergänzt und hat gesagt, wir informieren uns zu Tode. Wir informieren uns zu Tode, weil er mitgekriegt hat, dass das Internet so eine gigantische Informationsflut für unsere Gehirne darstellt, dass wir es gar nicht mehr verarbeiten können. Und da sind wir gerade. Wir versuchen gerade, dem Herr zu werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es schaffen. Wir haben auch jede Innovation. Und die Frage ist jetzt ganz konkret, wie können wir denn darauf antworten? Wir wissen, gehen wir nochmal zurück auf die manipulierten Wahlkämpfe und auf die Bots. Wir wissen wahrscheinlich, woher es kommt. Wir wissen, dass es Unruhe stiften soll. Aber die Frage ist, wie können wir denn darauf antworten? Welche Optionen stehen uns denn offen? Wir können nicht das Verbieten unserer Werte mit den gleichen Mitteln antworten. Vermute ich jetzt mal sehr. Das fällt aus. Wir können vielleicht Wirtschaftssanktionen machen, wir können irgendwo Internet kappen und sowas. Aber mit den gleichen Mitteln zurückschlagen, fällt für uns aus. Welche Option haben wir denn? Man will auch das Internet nicht kappen. Es gibt aber auch einen Grund, ne? Das heißt immer freie Rede. Es gibt auch nicht jedes Buch, ne? Das man in Deutschland kaufen könnte oder jeden Film oder jede Zeitung. Und das liegt nicht daran, dass man sagt irgendwie, hier findet politische Zensur statt, sondern es liegt vor allem daran, weil wir einfach als Gesellschaft, die Mehrheit der Gesellschaft sagt, das ist gefährlich für uns als Gesellschaft. Wir haben einen Gesellschaftsvertrag ausgehandelt, wo wir gesagt haben, wir wollen, es gibt ein paar Dinge, auf die wir Rücksicht nehmen. Genau. Ne? Auch Schutz von Minderheiten übrigens zählt da dazu. Und natürlich darf ich da nicht den Holocaust leugnen.
Da sagt ein Mark Zuckerberg in den USA in einem Interview vor 3 Jahren war es noch, die einen sagen so, die anderen sagen so. Da merkt man schon, wessen Geisteskind dieser Mensch ist, dass der nicht kapiert hat, dass das eben, dass Redefreiheit nicht, also dass auch Redefreiheit seine Grenzen hat. Nämlich da, das habe ich vorher schon gesagt, wo die Freiheit anderer Menschen anfängt. Und da hört die eigene auf. Das ist das Grundprinzip, auf dem wir uns als Demokratie mal geeinigt haben. Und dass auch Minderheiten geschützt werden müssen, selbst wenn sie demokratisch in der Minderheit sind. Weil es so etwas wie Menschenrecht und ja, die viel zitierten Werte einfach gibt. Wertegemeinschaft, sagt sich immer so schön, wenn es dann zum Schuh kommt, weiß man immer, wo die Werte sind. Aber ich glaube da zutiefst dran. Und ich glaube auch, dass wir das auch auf das Internet und auf das Internetzeitalter übertragen können. Nur was viele Politiker nicht begriffen haben, ist etwas, was jetzt analog zum Beispiel. Im Internet gibt es Dinge, die es analog nie gab. Ne? Sie haben vorher den Flugblattvergleich gebracht. Das sind dann die Äpfel und die Birnen, wo man sagt irgendwie, nee, ein Tweet sind ja nur 140 oder 280 Zeichen. Was können die schon ausrichten? Nur, dass ein Tweet in Anführungszeichen ein Marschbefehl sein können, dass der sich replizieren, dass da sozusagen ein Schneeball im System in Gang bricht, dass wenn man einen Tweet zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Intention, mit dem richtigen Wording sozusagen ins Internet bewusst drückt, kann man damit eine Armee auslösen, siehe Trump, mit seiner Rhetorik vor der Erstürmung des Kapitols. Das ist exakt da passiert, genau das ist dort passiert. Jetzt könnte man sagen, irgendwie ja, der Tweet an sich hat jetzt das nicht alleine verursacht. Nee, aber es ist wirklich das Streichholz. Und dann müssen Sie auch einen Schreibtischtäter fragen, irgendwie, ja gut, wenn Sie bewusst wegschauen, dann machst du dich halt auch schuldig. Also wir sind hier wirklich an den Fundamenten unserer auch wehrhaften Demokratie angekommen, wo es nicht mehr reicht, auch einfach nur nichts zu tun, sondern wir müssen sozusagen eine Demokratie 2.0 oder 3.0 jetzt in Zukunft sozusagen irgendwie hinbekommen, sodass wirklich auch jeder weiß, ich kann mich auf etwas verlassen. Und es gibt so etwas wie soll man sagen, Grenzen auch in der digitalen Welt. Der wahrscheinlich ideale Bürger einer Autokratie oder eines totalitären Staates ist derjenige, der nicht zwischen wahr und falsch unterscheiden kann und der alles mit sich machen lässt. Und Autokratien nutzen zweifellos die Möglichkeiten von KI und werden das alles weiter so fortführen, wie Sie es auch gesagt haben. Nur wir, in Anführungsstrichen, was man denn als westliche Welt beschreiben möchte, wollen das so nicht. Und dieses Streichholz ausblasen mit diesem einen Tweet, was Sie vorher gesagt haben, das kann wahrscheinlich nicht einer machen, sondern es muss von vielen verschiedenen Ebenen kommen. Vom Bürger über die Kommune, über den Landkreis bis hin zu Europa. Wer muss denn was machen? Als Schlussfrage oder könnte denn was machen? Welche Optionen stehen denn offen? Ich glaube, wenn Ihre Strategie ist, das Streichholz auszupusten, bevor es irgendwie in den Gastank werfen kann, das ist zu spät. Mhm. Wir sollten dafür sorgen, dass es überhaupt gar keinen entflammbaren Gastank gibt. Das heißt, es wird immer Menschen geben, die versuchen werden zu zündeln. Gab es immer, wird es immer geben. Mhm. Aber wir müssen dem sozusagen. Überhaupt, wie lassen wir das Gas raus? Langsam. Wir müssen schauen, dass wir die Gesellschaft so, dass wir der Gesellschaft die Möglichkeit geben, sich so gewertschätzt zu fühlen und so auch an diesem Prozess, auch der Digitalisierung übrigens, teilhaben zu lassen, dass sie nicht das Gefühl haben, das Bundeskanzleramt gibt der Presse, den Medien vor, was sie am nächsten Tag zu schreiben oder zu senden haben. Das merken wir doch schon. Da ist der Brandgeruch ja schon in der Luft, wenn die Menschen so etwas offen, übrigens nicht nur in irgendwelchen Querdenkerkreisen, sondern auch schon, ne, auch Bekannte und Freunde von mir sagen das. Und da merkt man schon, das ist gefährlich. Mhm. Ne? Also da, wir müssen schauen, dass wir,
dass wir das wieder, dass wir unsere Gesellschaft, dass wir einen, vielleicht sogar einen neuen Gesellschaftsvertrag nochmal aufsetzen und sagen, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Ne, wir sehen jetzt, dass die kapitalistischen Methoden, wo man es dem freien Markt und Google und Facebook überlässt, wie die Gesetze ausgelegt, geschrieben oder auch interpretiert werden, das wollen wir nicht. Wir wollen auf gar keinen Fall einen Putin oder einen China-Staat haben, der Social Scoring mit uns betreibt und uns brainwashed. Wir sind in Europa, ehrlich gesagt, noch verdammt gut zwischen diesen beiden Polen, weil wir weder dem komplett totalitären kapitalistischen Markt sozusagen uns unterworfen haben und Gott sei Dank auch nicht der anderen Seite. Wir haben hier wirklich gerade noch als Europa mit vielleicht auch dem Erbe, das wir tragen, mit zwei Weltkriegen, das noch irgendwo ganz tief im Unterbewusstsein über meinen Vater und auch in mir noch schlummert, vielleicht haben wir sogar noch die beste Grundlage dafür, zu sehen, was passiert, wenn wir uns um solche Fragen heute nicht kümmern. Eine Demokratie, gerade im Internet, ist ein so hehres und so wichtiges Gut, weil nämlich alles das, was schon vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren in unserer deutsch-deutschen Geschichte schon so kolossal schiefgegangen ist, mit diesen Mitteln, mit diesen Waffen in unseren Händen nicht vorstellbare Konsequenzen haben könnte, wenn wir uns da nicht drum kümmern oder zu spät aufwachen und sagen, ah, wo ist denn das auf einmal hergekommen? Na, das ging jetzt ganz schön schnell. Ich möchte meinen Enkelkindern nicht sagen müssen oder auf die Fragen antworten müssen, Papa, ihr habt das doch damals alles gesehen. Warum habt ihr damals nicht aufgepasst? Gut, Dankeschön für das Gespräch. Danke Ihnen. Das waren die RHI-Kontexte. Mehr von Richard Gutjahr zu dem, was ihn geprägt hat und wie es denn ist, in den sozialen Medien im wortwörtlichen Sinn auf der Abschlussliste zu stehen, hören Sie im RHI-Podcast mit Host Tina Meyer-Schneider. Einen Link zum Podcast finden Sie hier unten in der Beschreibung oder überall, wo es Podcasts gibt. Alle Informationen zum Roman-Herzog-Institut finden Sie im Netz unter www.romanherzoginstitut.de. Dort können Sie auch die Newsletter abonnieren. Folgen Sie uns doch auch auf den sozialen Medien. Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen. Vielen Dank.